Mit dem traditionellen Derblecken am Münchner Nockherberg ist in Bayern die Starkbiersaison eröffnet worden. Dabei werden Politiker auf die Schippe genommen und die Betroffenen sitzen wie immer im Publikum. 18% Stammwürze und 7% Alkohol. Noch deftiger als das Starkbier am Nockherberg ist nur der politische Spott. Kabarettist Bruno Jonas in der Rolle des Bußpredigers wundert sich, dass Innenminister Schily trotz BKA-Umzug einige Beamte in Bonn lässt. Warum eigentlich? Weil in Bonn ist ja kaum mehr Kriminalität, seitdem die Bundesregierung weg ist. Höhenrausch am Nockerberg heißt das anschließende Singspiel. In den Hauptrollen Gaia Angie, Sir Edmund Stoiberi und sein Sherpa Erwin. Sie diskutieren die Kandidatenfindung bei der Rau-Nachfolge. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie mir das Scheutern des Kollegen Scheible in die Schuhe schieben. Ja, ein bisschen haben wir uns vielleicht verheddert im Gestrüpp. Ich verheddere mich niemals, geschweige denn, dass ich brülle und schon gar nicht den kleinen Räubern, meine Damen, meine Herren. Noch ein Machtmensch im politischen Gebirgspappmaché, Friedkleinberg-Gerd, in der Rolle des SPD-Parteivolks Die Sieben Zwerge. Jetzt haltet einfach mal die Klappe. Sonst sage ich das Zauberwort. Doch, ich mach das. Ich sag nicht das Zauberwort. Ich sag Rücktritt. Die bayerischen Genossen amüsieren sich da herzhafter als Wirtschaftsminister Clement. Und auch CSU-Chef Stoiber lächelt am Ende erst ein bisschen gequält. Doch wie es der Brauch ist, nach einem Prost am Schluss mit den Doubles sind alle Gemeinheiten wieder vergessen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. März.